Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen. Ja, nach so einem Krieg, ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, ist man richtig erschöpft und froh, dass man sich wieder um die normalen innenpolitischen Dinge des Landes kümmern kann. Das haben wir echt vernachlässigt und es ist hier einiges in Unordnung geraten. Ja, es ist immer noch Felipe der Erste, König von Spanien, und der gute Mann ist immerhin schon 61. Und er wird in die Geschichte eingehen als Sieger im spanisch-britischen Kolonialkrieg um diese Provinzen hier am unteren Mississippi. Und man muss sagen, das ist ja irgendwie doch in der Großwetterlage ein ziemlich egoistischer Krieg gewesen von Felipe. Denn angesichts der Bedrohung durch die protestantischen Mächte hat er tatsächlich jetzt innerhalb des katholischen Lagers, das muss man ja mal sehen, Spanien gegen Großbritannien katholisch, Österreich katholisch, Mailand katholisch, hat er hier einen großen Krieg von Zaum gebrochen und damit ist das Lager natürlich weiter geschwächt. Aber gut, der Papst war immerhin auf unserer Seite, Innozenz der Achte ist es, Innozentius der Achte. Und insofern hatten wir zumindest göttlichen Segen für die Aktion. Aber für die Gesamtlage der Katholiken hat das natürlich nichts Positives beigetragen, wie immer. Aber auch für die Gesamtlage der Spanier war es extrem positiv, denn wir haben was sehr Wichtiges geschafft. Die Briten sind hier erstmal raus aus Nordamerika und die kommende Kolonialisierungsstrategie wird sein, so schnell wie möglich hier die Küste hochzusiedeln, um dann auch wirklich den Sack zuzumachen. Ja, soweit erstmal zur Einschätzung dieses Krieges. Wir sollten doch nochmal einen Blick auf die diplomatische Lage gucken. Es gibt jetzt interessanterweise, ich sag mal, vier Machtblöcke. Es gibt zwei einander feindlich gegenüberstehenden katholischen Machtblöcke. Das ist hier das, was ihr seht, die Spanische Allianz, will ich sie mal nennen. Dann die Britische Allianz mit Österreich, Mailand vor allem. Aber auch Schweden, na gut, und Hansebund, die sind jetzt nicht katholisch, aber trotzdem, diese drei sind die anderen großen katholischen Mächte. Und dann haben wir die protestantische Seite mit Böhmen und Frankreich. Okay, auch hier wieder Polen, ein katholisches Land auf der Seite, die aber auch wiederum mit uns verbündet sind. Eine wichtige Aktion, die uns da gelungen ist. Und dann haben wir eine vierte, nicht irrelevante Allianz hier von Mainz. Mit Sachsen, Lothringen und Kleve, wobei das ein bisschen merkwürdig ist, weil Mainz und Lothringen sind katholisch und Sachsen und Utrecht hier zum Beispiel ist protestantisch. Also das ist eine merkwürdige Mischmasch-Allianz. Das sind also relativ statische Machtblöcke und dann natürlich gibt es noch diese riesen Supermacht, vor denen ich schon richtig bibbere, wenn die mal irgendwie in den Krieg eingreifen, das Osmanische Reich mit Marokko und Tunesien an der Seite. Tja, wie kann man da überhaupt irgendwie diese Situation zu unseren Gunsten noch ein bisschen verändern? Es gibt meines Erachtens ein Land, tja, das vielleicht, bei dem es vielleicht eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sie auf die eigene Seite ziehen kann in dieser Machtkonstellation, und das ist Mailand. Wobei Mailand, das ist so ein bisschen das Problem, Mailand hat den Kirchenstaat als Rivalen, insofern spricht das eher dagegen. Aber dennoch, ich will das mal versuchen, wir wollen, wir wollen einfach mal die Beziehung mit Mailand verbessern. Sie fühlen sich nur bedroht, immerhin nicht feindlich oder nicht rivalisierend. Also werden wir das mal versuchen und ich denke, aus Mainz werden wir mal den Diplomaten wieder abziehen. Das hat irgendwie keine große Perspektive. So, und dann gibt es natürlich jetzt noch, wichtig, Burgund. Burgund ist quasi ungebunden, auch wenn sie mit Trier verbündet sind. Ein katholisches Land, das ja auch einen gewissen Reichtum hat durch diese Provinzen. Aber ehrlich, liebe Leute, sollte man es wagen, sich mit denen zu verbünden und damit potenziell in einen nächsten Krieg mit Frankreich bzw. Böhmen oder Österreich zu schlittern? Also ich bin da hochgradig skeptisch und so viel werden die da auch nicht in die Waagschale werfen. Ich werde also von Burgund eher die Finger lassen. Ja, das ist also die Einschätzung. Wir werden, wenn der Diplomat wieder da ist, werden wir mal eine Staatsehe noch mit Armagnac eingehen, aber erstmal beobachten wir, dass wir hier Getreide haben in Mobile.
Marokko will schon wieder den Militärzugang. Ach so, was mir auffällt, wir müssen, ich weiß nicht, wird mir gar nicht angezeigt, aber wir müssen eigentlich einen Rivalen auswählen. Einer ist uns flöten gegangen, Frankreich, genau, weil Frankreich ja jetzt kein eigenständiges Land mehr ist. Und Böhm oder Österreich steht zur Wahl. Und da werde ich natürlich Böhm nehmen. Das sind jetzt einfach die von mir in der, keine Ahnung, vor wie vielen Folgen das war, erläuterten Großwetterlage. Das ist das, die protestantische Supermacht und wir als katholische Schutzmacht, als die wir uns immer noch verstehen, müssen einfach Böhm zum Rivalen nehmen. Gut, soweit, so gut erstmal diese Geschichte. Achso, der Diplomat ist bereit. Dann gehen wir jetzt hier auch mal nach Armagnac und machen noch eine Staatsehe mit dem Land. Das wird sicher vermutlich ziemlich lang eine Mark bleiben. Ansonsten, wir sind auch voll, was die Beziehung betrifft. 6 von 6, das ist erstmal eigentlich so alles in Butter. Portugal ist immer so ein Kandidat, den man auch mal wieder abstoßen kann, um ihn zum Beispiel durch Mailand zu ersetzen. Okay, gut, jetzt ein bisschen mal um die Soldaten müssten wir uns kümmern. Wir werden mal diese Truppen hier nach Madrid bringen, die Hauptarmee. Ich werde auch gleich mal den Unterhalt halbieren, denke ich, ist angemessen. Oder haben wir ja schon richtig eine fett positive Bilanz. Und dann müssen wir vor allem mal die Flotten sortieren. Hier ist ja einiges durcheinander geraten. Wir haben außerdem unsere wichtigen Galeeren vergessen, die ich so liebe. Wir werden sie nach Alicante schicken. Wir werden perspektivisch auch nochmal wieder aufrüsten in der Flotte, aber erstmal alles so ein bisschen sortieren. Ach so, das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, hier war auch noch frecherweise eine einzelne Handelsschiffeinheit da. Die wollen wir hier, also Transportflotte meine ich, Transportschiff dabei. Die wollen wir hier zur Transportflotte schicken. Gut. Das ist die kleinere Transportflotte, die will ich wieder in die Karibik zurückführen und zwar direkt auf die Turksinseln, damit sie dort die 2000 Mann, die wir da nicht mehr brauchen, gleich mit einsacken. Ich weiß gar nicht, heißt das Turks oder Turks? Turks wahrscheinlich. Gut, und dann haben wir unsere teure, große Flotte. Da können wir erstmal den Admiral abziehen, weil die werden wir wieder einmotten, um jetzt richtig viel Geld zu verdienen. Aber vorher müssen wir auch hier die Transportschiffe rausholen und auch die kommen hier oben hin. Gut, und die 33 Schiffe, die werden wir nun stilllegen. Ja, da freut sich die Staatskasse. Aber perspektivisch, auch hier will ich wieder aufrüsten. Ich denke mal, eine Flotte mit 40 Großschiffen ist schon unserem Spanien angemessen. Okay. Dann haben wir, glaube ich, hier alles getan, was ich tun wollte. Ach so, eine Sache möchte ich nicht vergessen. Wir haben ja hier immer noch unseren Erkunder und wir haben ja lange noch nicht alles erkundet. Deshalb werden wir uns hier nochmal auf den Weg machen und wir werden mal die Wasser von Siam erkunden. Das finde ich ganz gut. Das ist hier gleich in der Nähe. Und ich werde auch eine Veränderung meiner Kolonialstrategie, eine weitere, durchführen, denn als nächstes werden wir hier uns mal ein bisschen in Indonesien umsehen und diese Inselgruppen hier unten, glaube ich, kolonisieren. Also wir haben ja immer 4 Kolonien, die wir uns eigentlich leisten können. Derzeit haben wir eine 5., weil wir sie von den Engländern hier oben übernommen haben. Naja, das können wir uns locker erlauben und insofern wird immer eine neue hier in Indonesien entstehen und der Rest eben an der nordamerikanischen Ostküste. So, und dann, ja, wir haben 100 Punkte Papsteinfluss. Wer hätte das gedacht? Auch das ist so, läuft so in einem Krieg auf, ohne dass man da groß drauf achtet. Tja, dafür haben wir überhaupt nichts investiert, aber bei 100, da möchte man doch eigentlich was anderes tun, als jetzt in den Einfluss zu investieren. Und zur Wahl steht eigentlich Stabilität oder Wirtschaftsmonopol sanktionieren. Ich glaube, wir sind auf Stabilität 2. Wir werden mal das mit dem Wirtschaftsmonopol machen. Plus 1 Merkantilismus. Wir als Handelsmacht, das zahlt sich, glaube ich, langfristig aus, liebe Freunde. Okay,
Jetzt gucken wir kurz nochmal auf die Bilanz. Die liegt bei plus 32. Herrlich. Die Staatsehe hat geklappt. Und jetzt können wir eigentlich so ein bisschen die Hände in den Schoß legen. Ach ja, da ist noch ein Kolonist angekommen. Genau, wir wollten ja hier in den Bergen noch nach Gold suchen. Wir können die Hände ein bisschen in den Schoß legen und warten, dass unser Kontostand erstmal ordentlich ansteigt. Und dann werden wir die Armee... Wo ist das? Ach, da oben. Genau, da sind wir hinmarschiert mit unseren 9000. Ja, dann werden wir die Armee wieder ein bisschen ausbauen. Wir können da nachrüsten. Wir werden die Flotte ausbauen. Und dann werden wir... Dann werden wir weiter in die Infrastruktur investieren. Das ist so der Plan. Und ansonsten, Wasser des Lebens ist ausgelaufen. Ich glaube, das war Prestige. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so ein langer, alter Wunsch von mir, dass bei diesen auslaufenden Effekten, dass da doch nochmal angezeigt werden könnte, was das für ein Effekt war. Übrigens, Mission können wir jetzt auch mal wählen. Errichtet Spanien in den Gewürzinseln, bringt immerhin 10 Prestige. Seit langem mal wieder eine Investition, eine Mission, die wir jetzt gewählt haben. So, was passiert? Burgund hat Bar den Krieg erklärt. Rückeroberung. Okay. Hier haben wir das. Ein Einprovinzstaat ohne Verbündete. Okay, damit wird Burgund weiter wachsen und hat damit möglicherweise bald die Landverbindung. Und wir haben eine schlechte Ernte in den Kolonien. Und müssen dadurch 50 diplomatische Macht ausgeben, weil wir sie nicht im Stich lassen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und es gibt den nächsten Frieden. Pisa mit dem Osmanischen Reich. Kriegsreparationen. Sie zahlen Dukaten. Das war es auch. Okay, kein Landgewinn. Immerhin. Immerhin. Das würde langsam bedrohlich werden, wenn das Osmanische Reich hier möglicherweise an der Grenze zum Papsttum Land gewinnt. Das wäre ja der Wahnsinn. Okay, ein Problem haben wir noch. Wir haben wahnsinnig viele Militärpunkte, aber wir haben... Ah ja, hier ist auch Krieg erklärt worden. Das ist übrigens nochmal so das nächste, was wir wahrscheinlich angehen werden. Mal wieder ein Indianerkrieg, wenn die Friedensverträge ausgelaufen sind. Aber ich wollte gerade sagen, wir haben ein Problem mit unseren Militärpunkten, überhaupt mit der Forschung. Aha, Genua auch. Volle Annexion. Okay. Das heißt, ich glaube, Genua hatte hier noch irgendwo Reste. Ich weiß es gar nicht. Wo? Hier definitiv nicht in Italien, aber hier irgendwo. Die Osmanen haben auf jeden Fall jetzt doch wieder was dazu gewonnen. So, ich lasse mal bei der Pause, sonst komme ich hier gar nicht zum Quatschen. Wir schauen uns das mal an. Wir haben fast 900 Punkte und können aber kaum investieren, weil wir so weit vorne liegen. Das Problem war, wir haben, naja, das ein bisschen zu lange getrieben. Wir hätten wahrscheinlich lieber als dritte Idee eine Militäridee wählen sollen. Oder schneller hier die administrative Technologie leveln sollen. Wir sind dort erst bei 10 und erst ab 14 können wir eine weitere Ideengruppe freischalten. Und die brauchen wir eigentlich dringend, um unsere Militärpunkte mal loszuwerden. Das wäre angesagt. Ist halt nicht so. So, aber ein Beraterplatz ist frei. Oh, unser Handelseffizienzberater ist fort. Wir können wählen. Kolonialreichweite, diplomatisches Geschick. Das Geld haben wir jetzt gerade nicht. 18,7 ist auch ziemlich fett, zumal ich jetzt wirklich erstmal viel Geld brauche. Das will ich jetzt nicht ausgeben, auch wenn ich es mir leisten könnte. Wir werden dann... Ach, Kolonialreichweite ist völlig unnötig. Wir werden dann diplomatisches Geschick einfach wählen. Okay. Oh! Und das war's. Das war's. Der gute Philippe, der hat das Zeitliche gesegnet. Er hat also noch seinen gloriosen, naja, glorios, wie man es nimmt, aber seinen zumindest erfolgreich beendeten Krieg erleben können. Und nun ist er von uns geschieden. Unser Gouverneur berichtet das. Puh! Stabilität sinkt. Wir haben einen neuen Herrscher, Enrique der Vierte. Und was natürlich jetzt noch ein bisschen ungünstig ist, dass der auch nun seinen Schwerpunkt im militärischen Bereich hat. Aber okay, diesmal gewinnen wir diplomatische Macht dazu. Und ich glaube, ich werde jetzt unseren Schwerpunkt verändern, weil ich sagte ja gerade, wir brauchen administrative Macht. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden das verändern. Ja, 10 ist ja hervorragend. Da werden wir hoffentlich ordentlich aufholen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie es jetzt aussieht. Also Enrique IV. Ist
König und die Nachfolge ist auch schon gesichert. Gucken wir uns gleich mal an. 19, starke Legitimität, sehr schön. 3, 2, 4. Ja, gut, es gibt bessere, aber ich möchte mich nicht beschweren. So, trotzdem haben wir gar nicht so viel Geld. Wir müssen einfach noch ein bisschen warten. Ah ja, jetzt könnten wir direkt mal gucken, ob unsere Transportflotte, ja, die müsste eigentlich schon lange eingetroffen sein. Ja, das ist sie. Wir werden dann mit diesen Leuten ins Heimatland gehen. Und eigentlich könnten wir direkt da oben mit denen hinmarschieren, aber naja, fahren wir erstmal hier hin. Und beobachten, wie die Indianer bei Iskanti abgemetzelt werden. Tupinamba schließt Frieden und volle Annexion. Tja, das war hier oben, glaube ich. Ach nee, hier war das, glaube ich. Ja, ja, genau. Naja, aber so richtig überragend beeindruckend ist, finde ich, Portugal auch nicht dort unterwegs. Also kein Vergleich zu unserer wahnsinnigen kolonialen Ausdehnung. Und die 2000 werden wir mit denen zusammenführen, weil da sind ein bisschen wenig Infanteristen drin. Ich sehe gerade aber, wir haben ja noch einen Diplomaten. Und da gucken wir doch mal, wo wir ihn... Ja, wir schicken ihn nach Armagnac. Da wollen wir auch gleich nochmal nicht nur gute, sondern bombastische Beziehungen haben. Und die Wasser von Siam sind entdeckt worden. Wie sehen die denn aus, die Wasser? Gut, und wir machen natürlich weiter. Wir werden dann gleich mal die Küste von Siam, wo wir uns schon in der Gegend bewegt haben und auskennen, erkunden. So, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir auch noch Kredite haben, etwa bei 400 Dukaten. Und auch wenn viele von euch oder einige gesagt haben, zu einem richtigen Spanien-Spiel gehören natürlich auch Kredite. Irgendwie kommt bei mir immer die Krämerseele durch. Kredite müssen abgezahlt werden. Eingeborenen-Assimilierung, sehr schön, 100 dazu. Dadurch geht es schneller in Coahuila, was sich genau hier befindet. Ja. Und der erste Waffenstillstand ist beendet. Das wird, wie schon angedeutet, möglicherweise das nächste Thema sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich hätte mal übel Lust, ich weiß nicht, ob das funktioniert, einfach hier mal einen Krieg gegen eine kleinen Indianernation zu verkünden und dann meine Kolonialnation einfach mal machen lassen. Die sind doch hier mit vielen Truppen präsent. Warum muss ich denn da eingreifen? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber ein Versuch wäre es doch vielleicht mal wert. So, wir gucken uns mal an. Auch hier müssen wir nochmal loslegen. Wir werden... Ja, lasst uns mal an die Küste von Australien. Das scheint mir jetzt das nächste geeignete Ziel zu sein. So, langsam kommen wir voran. Wir haben hier 500 und ich denke... Oh, was haben wir hier? Wir können jetzt Verteidiger des Glaubens werden. Damit haben wir schon tolle Erfahrungen gemacht. Oh. Alles klar. Die katholische Liga ist gegründet worden. Das ist interessant. Aha. Portugal und der Kirchenstaat haben sich schon angeschlossen. Das ist also etwas, was wir zukünftig auch im Blick behalten werden. Sehr interessant. Mal gucken, was sich daraus jetzt in nächster Zeit entwickeln wird. Unsere Außenpolitiker, das Außenministerium, die Diplomaten, werden sich erstmal hier intensiv mit der Lage beschäftigen müssen. Aber was ist hier oben los? Hier ist ein Krieg zwischen Schweden, Norwegen und Dänemark. Hier können wir einen Diplomaten abrufen, das ist sehr gut. Und eine Jesuitenmission ist erneut gegründet worden und wir bekommen dort in Saltillo plus 10 Kolonialwachstum. Sehr schön. Und es geht weiter. Es geht weiter. Die Osmanen erklären den Bosniern den Krieg. Tja, da haben wir sie. Und auch sie sind ohne Bündnispartner. Die Ärmsten. Nun gut, ich bin bloß gespannt, wann es jetzt hier mal wirklich zur Sache geht. Es wäre wünschenswert, wenn die Osmanen mal den Böhmen den Krieg erklären würden.
Das wäre wirklich mal ein etwas Erfreuliches. So, und der nächste Waffenstillstand ist beendet mit Timbuktu. Das war, glaube ich, irgendein Krieg, in den uns Portugal hineingezogen hat. Und was haben wir hier? Noch ein neues Ereignis. Erstmal haben wir... wir verlieren in Mobile Aggressivität. Waffenstillstand ist beendet. Alles klar. Und Nunavut ist uns bekannt hier ganz oben im Norden. Und die grünen Hügel von Gunditjmara haben wir entdeckt. Auch das, glaube ich, kennen wir schon. Goldene Rassel, Fischernetze. Und dort geht die Feindseligkeit verloren. Ja, liebe Freunde, also das sind die Dinge, wie sie im Moment sich entwickeln. Das mit der katholischen Liga gucken wir uns nochmal ganz genau an. Inwieweit wir da jetzt reagieren sollten. Und ansonsten wird es dann die nächste Folge soweit sein, dass wir hier mal kräftig in unsere Armee zuerst investieren und dann in die Flotte. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.